So, jetzt muss es nur funktionieren. Wehe, die Flasche fällt runter. Zack. Ah, up. Funktioniert doch. Ich hole noch zwei. Nein, lass es. So, Freunde. Es geht um das Thema Wasser. Es geht um das Thema H2O, das ich mir jetzt reinschütten werde. Das ist eine schöne Glasflasche. Ich mache jetzt keine Werbung. Ich trinke meistens aus Glasflaschen. Warum? Das wisst ihr, weil die Plastikflaschen, Weichmacher und Mikroanteile Plastik da drin, das ist nicht so spannend. Deswegen, ja, Wasserflaschen in Form von Glasflaschen, super. Plastikflaschen, nicht gut. Nachteil natürlich, diese Scheißkisten sind verdammt schwer. Aber was glaubt ihr, warum ich Kraftsport mache? So, und so eine Flasche ist super und vor allem für mich natürlich klasse, weil es ist keine Kohlensäure drin. Und wenn keine Kohlensäure drin ist, dann kann man Folgendes machen. Das waren jetzt 0,75. Die gehen easy runter. Mit Kohlensäure könnt ihr es vergessen. Wahrscheinlich gerade mal maximal ein Drittel. Was ich jetzt vielleicht zwischendurch mal machen mache, das schneidet aber dann der Kameramann. Das bleibt drinnen. Das Bäuerchen, das kleine Hups, das wird da rausschneiden. Oh. Zack. So, also Thema Wasser trinken. Schon einmal wichtig, und zwar folgende Prioritätsliste. Also wir haben einmal ein Pümpchen, das pumpt regelmäßig unser Herzchen, dann haben wir eine Atmung. Und dieses System, wenn das nicht funktioniert, dann werden wir relativ schnell das Zeitliche segnen. Dann kommt als nächstes, yes, das Trinken kommt jetzt schon. Und zwar 3 bis 4 Tage, dann ist aber Feierabend, also Schicht im Schacht. Das heißt, nach 3 bis 4 Tagen, oh, upsala, joy, das waren 3/4 Liter Wasser. Und nach 3 bis 4 Tagen ist Feierabend. Da fallen wir tot um, weil wir uns vergiften, wenn wir nichts trinken. Und dann kommt nicht schlafen, 6, ja, ich glaube aber auch nur 4 bis 5 Tage. Dann ist irgendwann auch Feierabend. Und dann kommt natürlich nicht essen bis zu 20 Tagen. Wenn einer extrem viel Reserven hat, vielleicht sogar noch ein bisschen länger. Aber daran kann man erkennen, was tatsächlich wichtig ist, was wichtig ist für unseren Organismus. Und Wasser ist unglaublich wichtig. Warum? Weil natürlich im wässrigen Milieu ganz viele Stoffwechselvorgänge vorangehen und verarbeitet werden. Und deswegen ist Trinken ganz wichtig. Klar, wir können jetzt darüber diskutieren, welches Wasser am besten ist. Es ist so, natürlich, wenn Wasser aus der tiefen Erde kommt und durch Steine durchfließt, nach oben von einer Quelle, von unten nach oben kommt, dann sind da meistens auch relativ viele Mineralstoffe dabei. Gut ist, wenn ausreichend Calcium vorhanden ist, ausreichend Magnesium, da gibt es auch ein gutes Verhältnis. Kann man wissen, muss man nicht wissen, gutes mit Bad davor. Also wenn Bad davor steht, habt ihr meistens ein gutes Wasser erwischt. Wenn, dann so wie gerade eben, wenn möglich, bitte in Glasflaschen ganz gut, weil da habt ihr den ganzen Mist in Form von Weichmacher nicht drin und ihr habt natürlich auch diese Mikroplastiken nicht drin. Und dann kommt jetzt die Menge, natürlich abhängig davon, wie groß, wie klein man ist, wie schwer man ist, welche berufliche Tätigkeit und wie viel Sport man betreibt. Und somit, wenn jemand also ganz klein ist, ganz schmal ist und nicht viel macht, dann könnte er mit 1,5 bis 1,7 Liter leben. Aber umso größer, umso kräftiger, umso mehr wir an körperlicher Arbeit haben, umso mehr wir Sport betreiben und vielleicht beim Sport tatsächlich noch zum Schwitzen kommen, nach oben, und da gibt es Menschen, die brauchen bis zu 4 Liter. Ja, 2,10 Meter groß, 150 Kilo schwer, Schmied vom heißen Ofen, der braucht die Flüssigkeit. Und dann ist natürlich auch noch abhängig davon, was für eine Jahreszeit haben wir. Im Winter ist die Schweißrate in der Regel etwas kürzer. Ist die Schweißrate etwas kleiner, dann werden wir etwas weniger brauchen. Und im Sommer ist es natürlich größer. Ich kann euch nur ein Beispiel von mir geben. Ich bin ursprünglich, komme ich vom Bau, ich bin gelernter Zimmermann. Und da kann ich mich immer daran erinnern, im Sommer, da hatten wir zu zweit auf der Baustelle, eine ganze Kiste Wasser war weg. Und wisst ihr, was spannend war? Nicht einmal pinkeln.
Das ist so, natürlich so rausgekommen, durch den Schweiß rausgekommen. Und es ist wichtig, dass man regelmäßig Wasser zuführt, weil auch unsere Leistung, unsere körperliche und unsere geistige Leistungsfähigkeit, die steht und fällt natürlich auch in einem gewissen prozentualen Bereich mit der Flüssigkeitszufuhr. Ich glaube, bei einem Schweißverlust von einem Liter Wasser verlieren wir schon in der Birne eine Leistungsfähigkeit von 10-15% und körperlich 20%. Bin mir nicht sicher, aber ungefähr in dem Bereich liegen wir. Deswegen, Freunde, nicht erst überlegen, welchen Booster ich mir kaufe, welche Aminosäuren, was weiß ich was. Da ist schon mal ganz wichtig, dass man regelmäßig gutes Wasser trinkt. Und jetzt kommen wir noch dazu, wie schaffen wir es, Wasser zu trinken? Die meisten haben ein Problem mit Wasser zu trinken. Aus dem einfachen Grund, weil ihre Geschmacksnerven eigentlich super sensibilisiert sind auf Cola, auf Fanta, auf was es da alles gibt. Und somit sagt die Zunge, pfui Teufel, das Wasser schmeckt gar nicht. Das dauert ein bisschen, bis die Zunge entwöhnt ist und dann schmeckt auch Wasser auf einmal wieder. Wichtig ist, dass ihr Wasser immer griffbereit habt. Wenn das Wasser hier unten rechts irgendwo unten drunter steht und ich es nicht im Sichtfeld habe, dann vergesse ich in der Regel manchmal das Wasser trinken, dann sitzt man dann abends zu Hause und überlegt, wie viel habe ich heute getrunken? Oh fuck, nur einen halben Liter. Ist mir auch schon passiert. Und dann komme ich abends zu Hause und denke, warum bin ich heute so platt? Warum ich bin heute so fertig, so pah, fühle mich so schlecht. Oh, ups, nur 0,7 Liter Wasser getrunken. Und deswegen, Freunde, stellt euch das Wasser dorthin, wo ihr es am besten seht. Wenn ihr ein Problem habt mit purem Wassertrinken, dann macht euch am Anfang einfach mal so 10% Fruchtsaft rein. Zitronensaft, Limonensaft, Apfelsaft, was es alles gibt, aber 10% nicht mehr. So, und dann stellt es hin, ist auch schön, wenn ein bisschen Farbe drin ist, trinkt es und dann könnt ihr vielleicht irgendwann sogar sagen, ich verzichte komplett auf irgendwas, was drin ist, was ihr auf gar keinen Fall reinmachen sollt, sind irgendwelche Süßstoffe und so Zeug. Lasst es einfach sein. Am besten ist, wenn überhaupt, Natursaft, 10%, fertig. Und wenn ihr es weglassen könnt, auch fertig. Und selbst wenn ihr bei den 10% bleiben solltet, bringt euch das definitiv nicht um. Wichtig ist, dass ihr genügend trinkt, damit eure Leistung nicht in den Keller geht und damit ihr nicht mit 50 oder 60 Nierensteine habt. Denn es kann auch passieren, wenn man zu wenig trinkt, dass dann irgendwann die Niere sagt, so Freunde, Thema trinken.